Servus zu unserem Technikcheck. Heute die Butterfly-Übung. Häufige Fehler sind hier, dass der Brustkorb einfällt, nach vorne eingerundet wird. Somit wird die Schulter und alles noch mit reingenommen, damit man die Bewegung ausführen kann. Und man sieht hier, dass versucht wird, die Hände vorne zusammen zu bekommen und nicht die Ellbogen. Das heißt, ihr lasst kostbaren Bewegungsablauf auf der Strecke liegen. So, und jetzt macht es der Daniel einmal richtig mit dem Profi-Tipp. Die Handflächen werden geöffnet, die Arme sind nicht ganz durchgestreckt, aber leicht abgewinkelt nur, und der Brustkorb bleibt draußen, und somit kann man eben hier optimal die Brust stimulieren.